Willkommen zurück zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath. Wir stehen kurz vor einer Pandemie. Wir sind aber eigentlich relativ gut vorbereitet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann machen wir weiter. Wir haben drei medizinische Zelte und wir haben ziemlich viele Medikamente. Von daher toi toi toi, aber wir sind dennoch immer auf 100% Schwierigkeit. Das heißt, es könnte, wie gesagt, alles ein bisschen krasser wirken. Deshalb werden wir mal sehen, ey, dieses Land sieht so echt absolut kaputt aus, ey. So, was können wir denn hier noch mit denen machen? Das wäre schön, wenn du den, ja, kaputt hauen würdest. Das heißt, wir haben jetzt hier nochmal fast 600 Erfahrung, Forschung, nicht Erfahrung. Sie, hier sind genau noch 8 drin, dann hol die mal. Also um Werkzeug brauchen wir uns auch überhaupt keine Gedanken mehr machen. Die ist verstrahlt, das ist okay. Oh, der Wasserverbrauch ist auch erhöht, aber wir haben eigentlich relativ gute Reserven. Es müsste eigentlich reichen. Wir gucken mal. Piu, piu, piu. So, wir haben Forschung, haben wir nicht mehr. Das ist auch noch okayisch. Wir haben sogar schon Energie. So, hier müssen wir mal gucken. Hier sind immer noch Bretter und das. Das ist auch wirklich mehr als ausreichend. Und dann sammeln wir hier noch einen. Da ist schon wieder jemand verstrahlt. Ha? Ha? Guck mal, der hat sogar mehr Leben. Der hatte 120 Leben. Der hat bestimmt irgendeinen Trade, oder? Ah ja, ist ein Kampfsportler. Sieht sich ein Profikämpfer, strebt ständig nach maximaler Fitness. Er ist aber auch ein Vielfraß, okay. Das ist ein Tutorial, das ist egal. Da können wir ein bisschen schneller machen. Die Pandemie wird, denke ich mal, gleich loskicken. Dann werden wir hier einfach alle Leute reinsetzen und aufs Beste hoffen. Ja, nahrungsmäßig müssten wir auf jeden Fall noch ein bisschen zulegen. Obwohl die Effizienz ist hier wirklich bei 88. Mehr geht nicht. Wir haben eigentlich noch super viele freie Plätze. Ja. Da sind wir wirklich erstmal eine Weile fein. Das bringt jetzt wirklich erst nur was, wenn wir noch ein bisschen forschen können. Dass wir hier zum Beispiel ein Sägewerk oder so machen können. Das würde auf jeden Fall noch was bringen. So, dann gucken wir uns das mal hier an. Oh, wir haben Laschen gefunden. Die Leute von Laschen setzen alles daran, etwas in den kargen Boden der Einöde anzubauen. Die Siedlung besteht aus einem Mosaik von Gewächshäusern, Feldern und Containern mit Getreiden, Pilzen und Kräutern. Die Bewohner vertreten zwar einige gewagte Theorien über den positiven Einfluss von Atomenergie auf das Pflanzenwachstum, oh Gott, doch ihre Erfolge im Gartenbau sind nicht abzustreiten. Wer sie besuchen möchte, sollte jedoch vorsichtig sein, denn sie verteidigen ihren postapokalyptischen mit ihrem militärischen Strenge, okay. Diplomatie kann ich nicht raufklicken. Handeln. Wenn wir den 15 Dings geben, kriegen wir Einfluss. Abgabe dann eben Gefälligkeit. Okay. Aber noch haben wir eh nicht die... die Handelsroute da, von daher, also dieses Gebäude. Das könnten wir aber in dem Fall dann doch gleich mal ändern, oder? Ich
So, Kochhaus bringt uns nichts, weil wir brauchen fürs Kochhaus dieses Holz, dieses Feuerholz. Von daher ist das erstmal erledigt. Wir machen mal kurz hier diesen Tauschhandel. Nicht die einzige auf der Welt, draußen gibt es noch andere Gemeinschaften, bla bla bla. Okay, wir machen mal das hier. So, dann machen wir mal die hier rein. So, viel zu sammeln gibt es hier echt nicht mehr. Hier hinten ist noch was Kleines. Lassen wir das erstmal wegmachen. So, bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Wasser haben wir auch noch genug, obwohl der Verbrauch gestiegen ist. Ist also auch alles fein. Vielleicht hätten wir jetzt mal noch die Forschung mit dem Medizinzelt machen sollen, dass man da einen mehr reinpacken kann. Aber es müsste eigentlich trotzdem fein sein. Einsamer Wanderer. Er trägt einen abgewetzten alten Trenchcoat. Das kennt man schon. Und ist konstant über. Nee. Es geht los. Das Ding ist fast voll, aber ist nicht so schlimm. Die Pandemie, no. So. Can't you see I'm busy? So, holen wir uns mal die Teile hier. Ich hätte echt gern noch ein paar mehr Spezialisten. So, also bis jetzt ist alles fein. Die hier werden behandelt, nur noch einer. Da kommt, denke ich mal, aber noch eine Welle mit Infizierten. Okay, Sicherheit. Medizinisches Training. Heilungstempo plus 15%. Kostet nur 50. Wir haben noch ganz schön viel. Aber wir müssen erst das machen. Ah, okay. Ah, es kostet 100. Bildung. Einfache Bürgersteig. Zocken und chillen. Es muss bei Produktion sein. Hier Motorsägen. Sägewerk. Machen wir mal das. So, warte mal, Tauschhandel abgeschlossen. Das heißt, wir können das Handelszentrum bauen. Wir machen es mal direkt hier am Eingang. Mal gucken, dass wir hier den ganzen Platz nicht verschwenden. Und die alle da reingehen, ja? Hier ist auch noch einer frei. So, Mais haben wir gemacht. Sieht aber immer noch schlecht aus, leider. Wenn wir die Kartoffeln haben, dann haben wir noch mal ziemlichen Boost. Ich glaube, ein, zwei Felder würde ich gerne noch machen.
Einfach nur, um safe zu sein. Ich mach mal nochmal ein Feld. Erstmal. Ja, jetzt wären es schon mehr. What do you want? Oh, wow, wir haben entweder super viel Glück oder keine Ahnung. Du machst mal hier. Oh. Beton. Ja, können wir trotzdem erstmal machen. Cool, das heißt, wir haben gleich nochmal Forschung. Das ist wirklich unglaublich lucky. Braucht das Ding eigentlich Strom? Ne, sieht nicht so aus. So, 18 Leute, 2 Kinder haben wir. Praktisch eine Schule lohnt sich nicht unbedingt, aber irgendwann müssen wir es eh machen. So, der Tag ist gleich vorbei. Vielleicht geht die Pandemie dann endlich vorüber. Jetzt sind schon 5 Kolonisten infiziert. Okay. So, Handelszentrum ist fertig. Mal ganz kurz. Ach nee, wir hatten ja hier diesen... Ah, hier. So. Das sollen noch hier die Abfallteile sein, oder? Um hier irgendwas zu bekommen. Wir bekommen hier eine Saatgut, okay. Ich werde mal das hier wegschicken, noch brauchen wir das nicht. Haben sie halt quasi auch neu gemacht. Vorher hat man halt gehandelt und überhaupt nichts gegeben. Und jetzt ist es aber so, man muss halt auch mal was zurückgeben. Okay, das ist gut. Die nehmen wir auf jeden Fall an. Wir kriegen hier eine neue Spezialistin. Die ist auf jeden Fall gut im Plündern. Aber Angriff ist nicht so der Burner. Das bedeutet, du gehst mal hier unten hin. Fein. So, wir haben ja immer noch wirklich mehr als genug freie Plätze. Da brauchen wir auch nichts neu bauen. Na, schade, ich komme nicht bis hin. Sure. So, die ist ja gut im Kämpfen, von daher. Ja, schade. Ganz knapp beim ersten Mal. So. Hier machen wir nochmal was Schnelles. Damit das hier mal ein bisschen nach oben geht. So, Motorsäge, bla bla bla. Abfallrecycling, das wäre jetzt auch ganz schön. Schaltraffinerien für Herstellung von bla. Also, wir brauchen sogar diese Sonnenblumenkerne. Oh, 30 Energie. Wir machen mal jetzt so ein paar kleine Sachen, die nicht so viel kosten. Wir haben wirklich richtig viel von dem. Jetzt werden es doch schon ganz schön viele hier, ne? Zum Glück haben wir noch das eine gebaut. Jetzt hört es endlich auf. Ein Glück. Das heißt, die Leute müssen jetzt nur noch behandelt werden. Wir haben auch ein paar Medikamente verbraucht.
Ne, es hat keiner mehr was getragen, aber hier unten sind, glaube ich, noch 18 Stück drin. Okay, das sollte erstmal reichen. Könnten wir die eine vielleicht auch nochmal hinschicken, um das abzubauen? So, die Kartoffeln werden geerntet. So, machen wir hier hin. Die Beeren sind auch schon wieder alle. Hier hinten haben wir noch welche. Können Sie da mal hingehen? So, und wenn jetzt hier alle geheilt sind, können wir auch wieder alle raussetzen da und haben noch ein bisschen mehr Träger. Fischerhütte, große Vorratskammer. Ich mach mal hier, dass wir mehr Fasern bekommen. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal noch ein paar kleine Sachen. So, drei Leute sind noch infiziert. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die zu behandeln, wäre richtig GG. Wasser ist auch wieder hochgegangen. Das ist alles fein, fein, fein. So, mit ihr erkunde ich erstmal weiter. So, was haben wir hier Schickes? Oh, nochmal. Ist jetzt leider nicht so cool. Das ist aber cool. So, hier ist fertig. Das heißt, sie kann weg. Die ist auch fertig. Wir haben nur noch einen Infizierten. Die kann auch wieder zurück. Dann haben wir sechs Träger, haben wir. Hier sieht alles andere auch ziemlich gut aus. Und in der Theorie könnten wir dann eigentlich ein Sägewerk bauen. Einfach erstmal, dass wir es haben. Der blöde Nuklearabfall da. Das ist wirklich perfekt im Weg. Ich mach's erstmal hier unten hin, wenn es geht. Naja, geht auch nicht. Hier würde es hingehen. Eigentlich will ich das Feld da nicht abarbeiten. Wie gesagt, hier ist noch der einigermaßen fruchtbare Boden. Die ganzen Bäume weg. Damn. Das gibt's nicht. Oder hat sich jemand was gebrochen? Okay, du kannst weiter gucken. Das ist gut. Die kann das in einem Ruck mitnehmen. Maultown. Du, entweder du gehst auf die Knie oder verschwindest. Okay, diese Gemeinschaft wurde in einer riesigen Einkaufsmeile gegründet. Die Geschäfte dienen seither als Wohnung und die Umgebung wurde gut verbarrikadiert, um Eindringlinge abzuwehren. Die Bewohner wissen genau, dass sie an den alten Gebäudekomplex haben und verteidigen ihn mit aller Leidenschaft. Sie achten sehr darauf, möglichst keinen Fremden hereinzulassen und sind in diesem Punkt sogar etwas paranoid. Weil jemand die Tür für seinen Barbarenfreund von innen öffnen könnte. Aha. Haben die irgendwas Cooles? Saatgut, Flachs, was auch immer man damit machen kann. Ansonsten. Oh, die wollen Sprit haben. Können uns Konserven geben und hier Zement. Okay, aber hier noch was viel Cooleres. Nochmal.
Wir haben alle bewegt, jawohl. Also, Forschung. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Glück habe. Jetzt haben wir sogar ein bisschen von dem Fallensteller weggenommen. Wir müssen unbedingt die Nuklearabfallentsorgung machen. Wir haben hier so viele Plätze. Können wir eigentlich schon wieder irgendwas machen? Ich glaube ja. So. Gilt es als Sicherheit? Gefahrentechnik, ja. Das heißt, wir müssen hier jetzt leider komplett einmal durchrasen. Weil wäre cool, wenn wir damit anfangen könnten, dass das hier alles weg wird. So, das ist weg. Jetzt haben wir hier noch Zement. So, Sägewerk ist fertig, aber die Arbeitszone wäre schön, wenn es hier ist. Und dann lass die kargen Bäume hier erstmal da. Ob wir die Felder irgendwie noch ein bisschen verbessern können. Das gibt's nicht. Okay, da ist auch noch mal einer. Danach geht sie hier hin. Sie guckt mal, was hier so Phase ist. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich mache wirklich nichts. Keine Ahnung. So viel Glück kann man auch nicht haben. Sie schafft es eh nicht. Das heißt, wir gehen hier hin und... Jodtabletten. Okay, also Forschung haben wir erstmal wirklich mehr als genug. So, und hier funktioniert auch wirklich alles. Zur Not könnte ich noch ein Feld hinmachen. Trinken sieht auch noch gut aus. Sind das hier Holzbretter oder? Ups. Jetzt mal ganz kurz. Nee, ist ja merkwürdig. Halt. Komisch. So, ist auch fast voll. Wir können eigentlich so viel bauen. Langlebigkeit erhöhen wir mal. Ja, theoretisch wäre es cool, wenn sich die Gebäude dann auch noch so ein bisschen verändern würden, ne? Wenn man jetzt sagt, hier, man hat so ein Dach erforscht, dass sich das dann hier auch so ein bisschen anpasst. Ich glaube aber nicht. Das wäre natürlich geil. Ich glaube aber nicht. Was mir hier echt so ein bisschen fehlt, ist ein See für Fischen. Ich glaube, es müsste hier an dem Ding auch gehen, wenn wir da bauen dürfen. So, du kommst diesmal hin. Das heißt, wir können hier weitermachen. Kommst sogar auch hin, dann können wir hier weitermachen. Ah, sie hat auf den Sack bekommen, okay. Tja, also Forschung sind wir richtig gut dabei.
Weil mir wäre schön, wenn wir, obwohl wir haben ja einen Schneider, der macht ja hier alles zu Klamotten. Eine Kolistin, achso, das hatten wir auch schon mal. Ja, sie packt die Sachen, macht in Richtung, weiß auch, du wartest ganze Nacht. Ein Suchteam zieht los und findet sie, wie sie krank am Boden neben einer Reihe von Pilzen liegt. Hm. Naja, das war ein Versuch wert. So, wie gesagt, Sägewerk haben wir auch. An sich alles ganz gut aus, aber wir können noch kein Feuerholz herstellen. Natalie ist erwachsen. Yay! Ich glaube, wir haben jetzt nur noch ein Kind, oder? Ja. Wäre auch ein bisschen schade. Ich habe schon so viele Häuser, aber keiner hat irgendwie Bock, Kinder zu machen. So, allgemeines Lagerhaus. Das ist denn ein Gummischrubber? Oh Gott. Können wir das verstärkte Tor machen? Wir rushen jetzt erstmal zu dieser Gefahrenbereinigungsscheiße da. Ja, doch mal auf den Sack bekommen. So, das können wir mitnehmen. 1300 Forschung. GG. Dann sollten wir auf jeden Fall gut zurechtkommen. Ich glaube, ich werde die Entsorgung gleich hier drüben hin machen. Dann haben sie hier gleich mal einen Batzen, den sie wegmachen können. Vielleicht auch erstmal hier. Mich würde wirklich mal interessieren, ob das irgendeine Auswirkung hat. Ich habe es noch immer mit dem Namen von der Katastrophe übersät, die verseuchte, bla bla bla. Wodurch Kolonisten und auch Gebäude in Gefahr geraten. Schalte dafür Sicherheit, bla bla bla. Okay. Das steht wirklich nur da, man darf nicht zu nah an den Dingern bauen. Zum Beispiel hier, das ist glaube ich nicht so cool. Ja, das heißt, wir werden anfangen, das hier wegzumachen. Ein bisschen Deko hier hinbauen. Also wirklich viel erhellen tut es nicht wirklich. Naja. So, wie sieht's hier aus? Können wir irgendwas mit denen noch handeln? Wir haben nichts von dem, was die wollen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Sonnenblumenkerne. Sure. So, die 5 ist jetzt wirklich erstmal irrelevant. Wir machen lieber den Typen kaputt.
So, das ist alle. Das heißt, wir können hier hin. Yes. Das ist gut. Hier oben haben wir auch noch was. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier erstmal wieder einen Cut rein. Also es läuft bis jetzt echt fein. Also ich habe es mir irgendwie ein bisschen schwerer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber man kann es nicht noch schwerer einstellen. Aber vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Aber wir machen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich werde noch ein bisschen durch die Forschung durchknallen. Und wir bauen dann auf jeden Fall noch ein paar neue Gebäude hin. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen weiter. Ich bedanke mich immer fürs Zugucken, eure rege Unterstützung. Immer schön Likes, Likes, Likes oder ein Abo, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis denn, bye bye.